Hallo und willkommen bei Running with Rifles, einem Spiel, das ich mal als gelungene Mischung bezeichnen möchte zwischen Battlefield und Cannon Fodder. Den Jüngeren von euch wird Cannon Fodder wahrscheinlich kein Begriff mehr sein. Das macht nichts. Battlefield sollten die meisten kennen. Und das hier ist übrigens nur der Titelbildschirm. Ich mache mal das Menü auf und wir zocken das Spiel jetzt mal gemeinsam einfach ein bisschen an. Machen wir mal ein New Match, ein Quick Match. Das ist gegen Computergegner. Danach werden wir uns dann aber auch in einen Online-Modus stürzen. Hier können wir verschiedene Karten auswählen, auf denen wir als einer von hunderten mini-kleinen Soldaten rumlaufen werden und die Gegner ja halt abschießen werden. Da gibt es verschiedene Arten von Gegnern auch. Es gibt die Greenbelts, das sind wir, die Grünen, die Greycollars, die sind grau und die Brownpants, naja, die sind so braun-orange. Starten wir mal Load Resources and Advance. Die Firma, die Running with Rifles programmiert, ist übrigens Modulatio Games. Ein interessanter Name. Da sind wir auch schon. Start und ab geht's. Wir hätten diverse Parameter jetzt noch einstellen können. Das sind jetzt, wie gesagt, computergesteuerte Gegner. Wir spielen jetzt, oder Verbündete in diesem Fall, wir spielen jetzt hier lokal. Die laufen jetzt hier mit mir mit. Ich kann denen auch sagen, hey, läuft mal alle hier hin oder dorthin. Die schließen sich mir an. Ich habe 100 Schuss Munition, ich habe 3 Handgranaten und ich kann hier laufen mit WASD. Ich kann mich so geduckt bewegen, ich kann mich auf den Boden werfen und dann rumkrabbeln und das Ziel ist allerdings halt einfach, irgendwo Gegner zu finden und die dann zu killen. Und das möglichst bevor die einen selber killen. Ja, Battlefield-Spieler kennen das Prinzip, so rein prinzipiell. Ah, da geht's auch schon ab hier, die Action. Gegner, wo seid ihr? Hier unten irgendwo? Ja, hier sind orange Gegner. Ich glaube, das sind die braunen. Na, komm schon. Stirb, stirb. Was mache ich da? Der ist am Hausdach oder was? Ja, er ist gestorben, ich auch. Fängt ja schon mal gut an. Space to continue und schon sind wir hier auf einem Parkplatz respawned, wo wir uns in einen Jeep begeben können. Das macht auch Spaß. Es gibt hier mittlerweile schon ein Dutzend Fahrzeuge. Das Spiel ist, ja, ich habe es ganz vergessen zu erwähnen. Oh Mann, ich fahre hier schlechter als in GTA. Ist Early Access auf Steam. Ja, die ballen auch alle schon. Und dieses Fahrzeug ist nicht besonders robust. Das sollte man im Auge behalten, wenn man vorhat, damit zu nahe an Gegner ranzufahren. Ich gehe nicht besonders taktisch vor, ich gebe es zu. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen geduckt gehen, das ist bestimmt besser. Ja, genau. Nicht. Das Spiel ist auf Steam erhältlich seit kurzem erst, ist Early Access, ist also noch vieles nicht so implementiert, wie es im Endeffekt implementiert sein soll. Ich werfe mal eine Granate. Bam. So geht das auch. Es gibt natürlich jede Menge an Waffen. Ich wechsle jetzt mal zum Raketenwerfer. So. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwo einen, der... Vielleicht hier irgendwo. Ah, ja. Oh, die ist ein bisschen zu weit geflogen. Dann halt doch mit dem Gewehr. Munition ist unbegrenzt. Das Einzige, was wir beachten müssen, ist, wir müssen durchaus nachladen. Na, du kommst mir hier nicht ran. Er steigt auf den Turm drauf. Ja, das war zu spät. So, und gleich haben wir keine Munition mehr. Und da ist auch einer. Hey, gib mir mal Backup hier. Mist. Ja, da war die Munition zu Ende. Und der Jeep ist auch respawned. Wir können hier übrigens sogar als Beifahrer einsteigen. Dann passiert halt nichts. Dann spawnt dafür jemand anderer. Der aber dann auch nicht fährt, weil die KI das noch nicht macht. Ich steige mal wieder hier ein. Ja, ja. Lauf nur. Haha, ich bin schneller. Hätte Bitch. Eric Myers heißt der. Die Namen sind immer zufällig generiert. Finde ich ganz lustig gemacht. Wir könnten mal hier oben auf den Turm raufgehen. Ich hoffe mal, wir schaffen das. Oder wir überfahren den jetzt einfach. Boah, Granate! Mist! Ja, Granate, das war deine eigene. Okay, das klappt nicht so gut gerade. Nee, es klappt gar nicht gut. Auch weißt du was? Wir laufen jetzt einfach mal hier zu diesem Türmchen hin. Irgendwie, wenn wir das schon schaffen, da oben rauf zu klettern.
Es ist natürlich hier auch, man sieht es vielleicht nicht ganz so detailliert, aber das Gelände hat Höhen und Tiefen. Es ist also durchaus wichtig, die auch, Kletterrauf, das funktioniert teilweise noch nicht ganz so. Ich muss sagen, die Steuerung ist ziemlich smooth, nur das Einsteigen in Fahrzeuge und das Klettern, das funktioniert manchmal nicht ganz so, wie man sich's eigentlich wünschen würde. Aber wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen taktischer vor hier. Der Radoslav, ich habe den Namen nicht lesen können. Der ist jetzt Geschichte. Wir können übrigens auch die Waffen unserer... Ach nee, noch nicht. Jetzt gleich. Ich lade mal kurz nach. Oh nein, Granate! Ah, der Jeep hat 60% noch. Den hätten wir uns eigentlich schnappen können. Wir können auch die Waffen unserer Gegner aufheben. Ich drücke jetzt mal F, damit kriegen wir das Menü. Wenn am Boden was liegen würde, würden wir das hier sehen. Hier sehen wir eben Granatwerfer oder Raketenwerfer, Handgranate. Wir können auch in unseren Rucksack Dinge verstauen. Viel bringt das allerdings nicht, weil wir eh die ganze Zeit sterben. Insofern, ja, ist das eher, sag ich mal, akademisch zu verstehen. Was ist, wenn ich eine Granate werfe? Schaffe ich das? Ja, genau. Und drei auf einen Schlag. Nee, zwei, aber immerhin. Ja, Medikits gibt es natürlich auch, aber so heftig wie die Feuergefechte hier ablaufen, kommen wir nicht wirklich dazu. Way to go, Soldier. Ein Achievement. Ja. Yeah. Kommen wir nicht wirklich dazu, hier groß was zu machen. Oh Mann, ich habe keine Munition mehr und ich bin tot. Ich würde sagen, dieses Chaos steigern wir jetzt noch, indem wir zum Main-Menü zurückgehen, zum Hauptmenü und uns mal auf einen Online-Server wagen. Ich hoffe mal, das klappt. Ich hatte da zeitweise auch Probleme, mich zu connecten. So, machen wir das Menü auf. Join Online-Game. Public Server List. Es gibt bereits eine Menge öffentlicher Server. Interessanterweise hat einer... Ein britischer Server immer die meisten Spieler und die anderen eher wenige bis gar keine. Das ist auch hier nach Anzahl der Spieler sortiert. Gehen wir also zu den Briten, wenn uns sonst nichts übrig bleibt. Username PandaPapst, das haben wir schon. Und klicken auf Start. Was? Incorrect Username or Password? Ich habe mich doch nicht vertippt oder was? Das gibt's doch nicht. Nochmal? Jetzt hat's geklappt. Muss ich mich doch vertippt haben. Liegt bestimmt nicht an dem Mikrofon, das genau vor meiner Tastatur steht. Ja, ein schöner Ladebildschirm, den Modulatio Games hier hinbekommen hat. Wir sind jetzt hier im Spiel, drücken die Escape-Taste, das Menü geht weg und starten auf einem Hausdach. Hier sehen wir ein rotes Fadenkreuz. Das ist die Stelle, wo wir hingehen sollten. Wenn wir jetzt hier mal einen Mauszeiger drüber bewegen, sehen wir auch in Klammer den Namen des jeweiligen Spielers. In dem Fall bei uns hier. Wir heißen gerade Cletus Lee und sind aber in Wahrheit Panda-Papst. Und die Gegner, das sind hier die Grauen, der Finn Fischer. Hey Finn! Ich finde dich, egal wo du dich versteckst. Und ich habe keine Munition mehr. Mal schnell nachladen. Oh Mann! Boah, da haben wir gerade noch rechtzeitig nachgeladen. Und schon sind wir tot. Der Fabian Schmidt hat uns erschossen mit seinem G36. Ihr seht auch schon, natürlich, die Grünen sind die Asenaya Beberton. Das ist mal ein toller Name. So möchte ich auch heißen. Hey, wie heißt denn du? Ich bin der Asenaya. Ja, ist dann vielleicht nicht so gut, wenn man dann als Assi oder Essi vernicknamed wird. Oh, da ist ein Angriff. Sven Graf und Siegbert König. Und wir werfen eine Granate, die wir nicht haben, merke ich gerade. Ja, kommt schon über die Mauer drüber. Wir sehen hier übrigens auch immer dieses kleine Fadenkreuz. Ja, und jetzt bist du aber gleich tot. Und ich habe keine Munition mehr, muss nachladen. Dieses kleine... Ja, mit dem Messer geht's auch. Dieses kleine Fadenkreuz... Ein hinterhältiger Angriff von hinten. Der hat uns erwischt, oder? Ja. Dieses kleine Fadenkreuz zeigt an, wo wir hinschießen. Das große ist quasi das Ziel. Das kleine ist, wenn ich jetzt hier hinter das Haus bewege, dann zeigt das kleine an, dass ich natürlich nicht durchs Haus durchschießen kann. Übrigens, wir können auch hier lustige Sachen tippen. Zum Beispiel, Moment. So. Dann steht hier, oh mein Gott. Und das beeindruckt natürlich auch niemanden. Unser Ziel ist es, hier irgendwo hinzulaufen. Das wird immer... vom Teamleiter festgelegt, teilweise aber wohl auch von der KI. Auch hier übrigens, nicht alle Spieler sind menschlich, das wechselt sich immer ab mit
Computerspielern, also mit computergenerierten Spielern, hüpfen können wir uns auch mit der Space-Taste. Das ist ein PKM, das heben wir jetzt mal auf, schnell. Laden nach, haben wir es jetzt? Das ist ein PKM, was wir jetzt haben. Ja, ist ein PKM. Und das hat 80 Schuss, das ist schon mal was Besseres. So, wo sind sie? Da kommen sie drüber. Da leben sie aber nicht mehr lange. Und ich auch nicht mehr. Ist ja echt heftig hier gerade, das Gefecht. Das muss ich auch sagen, ist eine der Sachen. Nehmen wir uns mal einen Truck hier. Das wird bestimmt lustig, haha. Die im Moment noch ein bisschen unausgeglichen sind, unbalanced an dem Spiel. Es passiert einfach zu viel auf einmal. Zu viel Action auf einmal. Und zu viele Möglichkeiten, die noch nicht so richtig. Ja, man weiß noch nicht genau. Was bringt's eigentlich? Klar, ich kann hier in den Truck jetzt Leute reinladen, die könnten auch freiwillig einsteigen, aber es ist mir noch nicht so ganz klar. Ja, ich kann es natürlich irgendwo hinbringen, aber dann steigt der einer von euch ein? Mag einer einsteigen? Hallo? Oder muss ich euch überfahren? Ich hoffe mal nicht. Gegner kann ich natürlich überfahren, allerdings muss man auch sagen, dass die, ja hier sind zum Beispiel welche, dass die ausweichen. Die KI ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Also da darf man sich nicht täuschen. Die agiert durchaus auch taktisch. Und ja, so viel zum Thema Überfahren. Gleich fliegt unser Truck in die Luft. 37%. Ich steige lieber mal aus. Nee, ich bin gerade rausgeschossen worden. Okay. Dann hat sich das wohl erledigt mit dem Aussteigen. Was habe ich denn jetzt hier im Backpack? Im Backpack... Kann ich das nicht zumachen? Hallo, das Equipment? Ich möchte das zumachen. F. Irgendwie kann ich das gerade nicht zumachen. Habe ich schon erwähnt, dass das Spiel noch auf Early Access ist? Ja. Darf ich das wegkriegen hier? Jetzt ist es weg. Ich hoffe mal, das kommt jetzt nicht wieder. Ist das ein Truck von unseren Leuten? Nee, ist ein gegnerischer. Hüp! Hey! B, V. Kann ich das irgendwie wegmachen? Das ist die Karte. Hallo? Ich versuche mal aus dem Server rauszugehen, wieder rein. Ob das was bringt? Keine Ahnung. Versuchen wir es mal. So bekommen wir wenigstens Gelegenheit, wieder diesen wunderschönen Ladebildschirm zu bewundern. Ach, ist das schön. Gehen wir nochmal hier hin. Passwort, ja, remember, könnte ich natürlich einstellen. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch zu blöd. So, da sind wir wieder. Das ist übrigens der Ladebildschirm. Und? Na? Kommt schon. Waiting. Ja, es ist weg. War wohl ein Bug oder ich habe irgendeinen Modifier-Key gedrückt. Ja, ein Boot. Ich möchte auch mitfahren. Hallo, lasst mich mitfahren. Hallo, ich möchte bitte gerne auch stolen. Schnell an Bord. Run, Forest, run. Ja. Ist das nicht schön, wenn die Leute auch irgendwelche lustigen Anspielungen da drin ja, benutzen. So, ich sitze jetzt hier und könnte auf Gegner schießen, wenn Gegner kämen. Hey, Kapitän, da war ein Fels. Bist du blind oder was? Ja, das Boot hier ist irgendwie auch nicht besonders zerstörbar. Einige Dinge sind noch nicht zerstörbar in diesem Spiel, die eigentlich erwartungsgemäß zerstörbar sein müssten. Beispiel Treibstofffässer. Das ist ja irgendwie in jedem... Spiel irgendwie so, dass du auf ein Fass schießt, dann fliegt das in die Luft. Egal, wie realistisch das jetzt ist. Ah, Gegner! Ha. Oh Mann! Die haben Raketen! Oder waren das wir? Tja, im Wasser ist auch nicht gut. So, ich kann jetzt aber nicht schießen, weil ich stehe auf der falschen Seite des Bootes. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ich lade mal nach. Das kann ich ja machen. Da ist sonst nichts Besseres zu tun. Taste R übrigens. Ja, hier geht's ab. Ach so, unser Kapitän feuert hier Raketen rüber. Rocket incoming. Alter Schwede, da geht's ja echt ab. Okay, wenn von hier Gegner kommen, dann kann ich aber helfen. Hallo.
Hallo. Raypage, ja. Hast ein M vergessen. Ach, da. Haha. Jetzt aber. Den haben wir erwischt. Einen von uns hat es allerdings leider auch erwischt. Das Teil hier schwimmt irgendwie im Wasser oder so. Hinten ist einer am Geschützturm. Oh Mann, das ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen... Ist unser Boot jetzt steuerlos oder was? Ist da noch ein Kapitän drin? Zumindest einer feuert noch. Na gut. Gehen wir mal wieder an Bord. Vielleicht passiert da noch irgendwas. Pass auf. Ja, genau. Dann eben nicht. Dann gehe ich halt an Land. Wenn ich dabei sterben muss. Und dann womöglich sogar noch respawnen muss. So, da geht's aber ab. Das sind KI-Leute. Hast du daran gesehen, dass die hier mit Granaten ziemlich gut umgehen können? Wir könnten übrigens auch mal öfter wieder Granaten benutzen. So zum Beispiel. Hui! Bäm. Genau. Jetzt sollten wir uns vielleicht ein bisschen auf den Boden legen hier. Weil wir sind komplett ohne Deckung. Hm, da ist auch noch einer. So, schnell mal nachladen. Wir werden beschossen. So, okay, der lebt noch. Na komm schon, triff den doch auch mal. Er trifft den einfach nicht. Ist ja unfassbar. Eine AK-47, eine Handgranate hier. Die Computergegner sind, ja, wie man sieht, gar nicht immer so blöd. Die helfen sich gegenseitig. Ganz was Neues. Jetzt aber. So. Der hat einen Raketenwerfer gehabt, glaube ich. Alter Schwede. Mist. Ja, das war ein bisschen blöd jetzt. Da hätte ich laufen sollen. Ist irgendwie nicht so ganz gelaufen. Ha, 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 ha. Ja, das Spiel, muss ich sagen, um jetzt mal wieder ein bisschen so zum Reviewen zurückzukommen. Ich sollte ja auch ein bisschen was erzählen, wie sich das so spielt und so. Ihr seht schon, grafisch ist halt ein Stil, den muss man mögen oder auch nicht. Spielerisch, die Steuerung ist relativ, bis auf die bereits erwähnten Punkte, relativ gut gemacht. Also, das läuft sich alles super, man kann sich gut ducken hinter irgendwelchen Stellen, man kann irgendwo drüber springen, das geht alles tadellos. Die Grafik ist liebevoll gemacht, die Umgebung. Bis aufs Einsteigen in Fahrzeuge, da gibt es stellenweise noch Schwierigkeiten, aber also es geht halt nicht immer ganz so. Du musst genau zur Tür hinlaufen, damit er auch dann tatsächlich einsteigt und musst dabei still stehen bleiben. Ansonsten, bis auf kleinere Bugs, die mir aufgefallen sind, Armory, hey, da gehen wir jetzt mal hin, vielleicht kriegen wir da irgendwelche Waffen. Das wäre doch mal was. Ja, zum Beispiel, dass Fässer hier nicht explodieren, weil offenbar kein Treibstoff drin ist. Ist es schon ziemlich, wie soll ich sagen, da ist schon was. Das kann schon was. Jetzt könnte ich F drücken, aber irgendwie passiert nichts. Ob das ein Bug ist, weiß ich auch nicht. Möglicherweise ist es halt einfach noch nicht implementiert. Für ein Early Access Game muss man aber sagen, kann das schon ganz schön was. Also das macht Spaß, man will nicht aufhören. Ich habe so ein bisschen ein Feeling wie damals Ende der 90er Jahre, als ich Subspace gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, Subspace. Das ist so ein Weltraumshooter, aber auch Massive Multiplayer, also mit Dutzenden Gegnern oder Hunderten Gegnern pro Server, alle gegeneinander, teilweise auch in Teams. Ist natürlich jetzt ein anderes Genre, das hier ist ein Militär-Shooter, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, es ist nicht Battlefield, aber Cannon Fodder trifft es ganz gut vom Feeling her. Wer Cannon Fodder kennt, wird sich hier sofort zurechtfinden. Und das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial. Hier ist übrigens ein Panzer, so ein kleinerer halt schon. Naja, so ein Humvee ist das, so ein gepanzertes Jeep-ähnliches Fahrzeug. Ah, da ist ein Ding. Nehmen wir das mal auf. Eine bessere Rakete. Nicht eine Rakete, das ist ein normales Gewehr, aber ein besseres halt, denke ich mal. Hier ist ein irgendwo Gegner, offensichtlich, weil hier wird rumgeballert, wie blöde. Ach da, ja, ja. Der Herr Emil Stiller. Also langsam nicht Ben Stiller. Ist das Patrol Ship hier oben? Das ist immer noch unterwegs. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das unseres ist. Ich lade mal kurz nach.
Ja, die Laufmodi, da gibt es auch mehrere, um das nochmal kurz auch zu erklären, was man hier überhaupt machen kann. Wir können uns so im Kniegang fortbewegen, wir können uns aber auch einfach auf den Boden werfen und dann so robben. Das ist auch bei einigen Gewehren die einzige Haltung, in der man schießen kann, vor allem bei den etwas zielgenaueren Gewehren. Wir können laufen, das ist normal, wir können, also das ist die normale Fortbewegungsweise, wir können gehen, das geht mit Shift. Mit der F-Taste können wir Gegenstände aufheben oder durch gedrückt halten können wir dieses kleine Menü hier aufrufen. Und mit G können wir Granaten werfen, wenn wir denn welche haben. Hier wird gerade noch ziemlich heftig gekämpft. Ich glaube, ich sollte mich in Deckung bewegen. Das ist immer eine relativ gute Idee hier in diesem Spiel. Wie mir auch jeder Battlefield-Spieler... Ach, der LKW ist despawned. Ah ja, na gut. Erklären wird können, hey Banna, du spielst doch bestimmt kein Battlefield, sonst würdest du dich nicht so blöd anstellen und immer ins freie Feld rauslaufen. Ja, ihr habt recht, ich spiele kein Battlefield. Und bei Cannon Fodder ist man ins freie Feld rausgelaufen, weil das war halt richtiges Arcade-Geballer. So, irgendwer hat hier mit Raketen geworfen. Ich lade mal kurz nach. Ja krass, wie lange wir jetzt schon am Leben sind und das trotz Feindkontakt. Da hinten ist der Pavel rumgelaufen. Hier ist ein... Ach, wir sind tot. Oh, ich hab's nicht gemerkt. Das ist auch so eine Sache. Oft kriegt man es gar nicht mit vor lauter Figuren, die hier actionreich rumkugeln und rumrollen und rumlaufen. Was hat denn der hier für ein Teil? Der hat ein Schild. Ich will auch ein Schild. Hey, das ist mein Schild. Gib's hier. Okay, dann eben nicht. Dieses Spiel, glaube ich, hat ein großes Potenzial vor sich. Ich stelle mir jetzt mal vor, irgendwelche großen Schlachten, 30 gegen 30 Leute oder so, oder Hunderte miteinander, gegeneinander. Die Schlachten könnten Stunden dauern. Was wir hier vielleicht noch nicht so gesehen haben, es gibt eine Karte von der jeweiligen Map, wo wir eben drin sind. Und es geht immer darum... Ihr seht hier, welche Gebiete von uns kontrolliert werden, die grünen, welche von den grauen Leuten kontrolliert werden. Es geht immer eben darum, Gebiete auch zu erobern und zu sichern. Es ist also nicht nur Taktik, es ist auch Strategie. Ach ja, jetzt habe ich auch so ein Cover Deploy. Ist nicht so ein Schild? Ah, Hilfe! Au! Nein! 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 So, ich werfe mich jetzt auf den Boden. Dann halt so. So, und diesen Angriff werden wir noch abwehren. Dann würde ich die Folge oder dieses kleine Angezockt mal beenden, glaube ich. Jetzt genug rumgeballert. Holt euch dieses Spiel auf jeden Fall, wenn ihr das, was ihr seht, jetzt cool fandet. Weil, ja, jetzt musste ich mal nachladen. Ja, Schrotflinte haben wir auch noch nicht gehabt. Konnte es leider nicht alle Waffen zeigen. Hey, was mit dir? Bist du irgendwie verwundet? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe kein Medikit, glaube ich. Ach, hier explodieren auch noch Dinge. So, ich hole mal ein Medikit hier. Oder vielleicht doch besser nicht. Oder vielleicht doch. Nehmen wir uns das mal mit hier. Ich möchte mal sehen, wie ich das anwenden kann. Das habe ich noch gar nicht gemacht bisher. Ach, jetzt ist er weg. Es ist nur noch Blut hier. Und der Mensch ist, hat sich in Luft aufgelöst. Oh Mann. Ja, also... Um meinen Satz jetzt mal fertig zu bekommen, wenn euch das, was ihr hier seht, gefällt, so von der Idee her, wenn ihr denkt, hey, das sieht cool aus, das probiere ich mal, dann könnt ihr bedenkenlos zuschlagen. Das ist, glaube ich, 10 Euro oder was kostet im Moment auf Steam und es ist noch Early Access, da kommt also noch was und ich glaube, man sieht schon, dass die Entwickler da was drauf haben. Ich ziehe mich jetzt mal lieber zurück. Hilfe! Mami! Nein! Ich will nicht sterben! Dann muss ich respawnen und das kitzelt immer so. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich hoffe mal, dieses kleine Angezockt-Review-Mini-Gameplay, was auch immer, hat euch gefallen. Hinterlasst mal einen Kommentar. Und, ich sag auf Wiedersehen, Servus und Tschüss! Wow!